Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Fensterleibung mit Gipskarton richtig verkleiden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben bei uns im Keller mal alle Fenster neu mit Gipskarton verkleidet. Dieses letzte in der Tiefgarage ist geblieben, das ist auch schon richtig eingebaut und wir haben auch schon die Gipskartonwände einmal richtig gesetzt. Natürlich könnten wir auch erst die Fensterleibung machen und danach die Wände hier setzen. Das ist einfach jedem selbst überlassen. Am Ende bringen wir bei den Kanten noch so einen speziellen Kantenschutz mit drauf und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Normalerweise sollten wir auf den Seiten übrigens nicht diese abgerundete Kante haben, sondern das Ganze entweder direkt gerade abschneiden oder einfach ca. 5 cm weiter überstehen lassen, dass wir danach die Fensterleibung hinten richtig reinkleben können. Und wenn das Ganze natürlich angetrocknet ist, dann können wir einfach dieses überstehende Stück ganz einfach abschneiden und haben hier einen schönen 90-Grad-Winkel. In meinem Fall ist das mit den Platten einfach so super ausgegangen, weswegen wir es so gelassen haben. Jetzt aber genug geredet. Zuerst mal müssen wir uns die Fensterleibung richtig rausmessen. In meinem Fall möchte ich ja diese Rundung wegbekommen, weswegen ich einfach mal eine Wasserwaage hier anlege und mir das Ganze hier oben ausmesse und natürlich auch hier unten, nicht dass da verschiedene Maße sind. Und dasselbe Spiel mache ich natürlich mit der zweiten Fensterleibung da drüben auch. Hier oben drüber, das würde ich erst einmal noch lassen, da wir erst einmal die Seiten festkleben und wenn diese fest sind, dann können wir uns das oben hier deutlich besser ausmessen. Die Höhe dürfen wir natürlich auch nicht vergessen zu messen. Und wenn wir es richtig hergeschnitten haben, könnten wir jetzt mit einem Handschleifer hier die Seite noch einmal etwas gerader bekommen. Ich habe leider keinen da, weswegen es so auch reichen muss. Und ich teste aber trotzdem mal noch, ob es von dem Maß her passt. Bei mir schaut es super aus und da hinten, da bekomme ich am Ende auf jeden Fall auch einen schönen Übergang mit Acryl hin. Da unsere Leibung am Ende natürlich auch im rechten Winkel zum Fenster stehen soll, am besten mal noch einen einfachen Winkel zur Hand nehmen und diesen können wir dann auch schon beim Fenster hier unten einmal ordentlich hinhalten. Das Ganze so hinrücken, wie es am Ende auch sein soll. Bei mir sollte es so auf jeden Fall passen. Und dann mache ich mir mal relativ gerne mit einem Bleistift einfach eine kleine Markierung hier unten hin, was später ja eh von Acryl überdeckt wird. Hier oben können wir auch sicherheitshalber mal nochmal etwas nachkontrollieren. Das sollte auch passen und da mache ich natürlich auch nochmal eine kleine Markierung. Bevor ich es vergesse, der Untergrund muss natürlich zum Kleben auch richtig geeignet sein. Also wenn dieser zum Beispiel stark saugend oder sandend ist, dann müssen wir natürlich auch richtig grundieren, zum Beispiel mit tiefem Grund. Und es kann auch sein, dass da einfach noch alte Fliesen dran sind. Dann benötigen wir auch so einen Spezialhaftgrund, dass natürlich die Fliesen nicht mehr so glatt sind. Und wenn das alles geklärt ist, dann können wir auch schon mal unseren Kleber richtig anmischen, wofür ich natürlich auch schon ein ausführliches Video auf dem Kanal erstellt habe. Die Klebemasse ist auf jeden Fall nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest. Und jetzt können wir das Ganze einfach mal auf unsere Gipskartonplatte draufgeben. Davor sollte man natürlich auch ungefähr schon mal schauen, wie viel Kleber man in etwa braucht. Nicht, dass am Ende alles auf der Seite rauskommt oder man zu wenig drauf hat. Als nächstes drücke ich das Stück einfach mal schon ganz gegen mein Fenster hinten dagegen, dass ich da natürlich auch den schönen gleichmäßigen Abstand habe und dann schaue ich einfach, dass ich jetzt einmal etwas mit Gefühl weiter hineinklopfe, dass sich natürlich auch die Masse hier hinten schön verteilt. Danach geht es wie gesagt einfach darum, dass wir mal auf unsere Markierung hier oben und auch hier unten achten, dass natürlich die Platte jetzt auch schön im rechten Winkel zum Fenster steht. Damit unsere Platte keinen direkten Kontakt zu diesem Bodenstück hier unten drunter hat, am besten mal irgendwelche Keile oder zum Beispiel auch kleinen Blättchen zur Hand nehmen und die einfach einmal darunter geben. Das hat nämlich den Sinn, dass später auch dieses Bauteil und vor allem auch das Bauteil hier unten drunter unterschiedlich arbeiten werden und somit auch keine Risse hier unten irgendwie entstehen können. Außerdem solltest du, wenn möglich, mal noch eine Wasserwaage zur Hand nehmen. Das ist vor allem bei größeren Flächen wichtig und das Ganze einmal nochmal nachkontrollieren. Nicht, dass unsere Platte irgendwo so eine Beule oder auch so eine kleine Delle durch das Klopfen mit der Hand hat. Auf der anderen Seite gehen wir natürlich genauso vor, geben das Ganze erstmal mit unserem Kleber schon mit etwas Gefühl hier hinten hinein. Und nun aber bitte auch darauf achten, dass es ungefähr im rechten Winkel hier sitzt. Aber was noch wichtiger ist, dass der Abstand von hier zur Gipskartonplatte außen auf jeden Fall in etwa gleich sein sollte wie hier außen, damit es optisch natürlich auch etwas hermacht. Bei mir schaut der Abstand auf jeden Fall gut aus, weswegen ich auch mal meine zwei Keile hier unten drunter wieder hineingebe. Und jetzt geht es einfach mal darum, dass wir das Ganze für circa 24 Stunden trocknen lassen sollten. Und dann können wir auch schon mit dem Stück hier oben weitermachen.
Beide Seiten habe ich jetzt mal einen Tag durchtrocknen lassen. Die sind wirklich bombenfest an meiner Wand dran. Und natürlich können wir danach auch ganz einfach unsere Holzkeile wieder entfernen. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt natürlich hier oben auch. Außer es ist natürlich da ein Rollladen drüber. Und da die Platte aber noch nicht von alleine hier oben kleben bleiben wird, müssen wir das Ganze erst einmal irgendwie fixieren. Wir haben das bisher immer so gemacht. Einfach eine Holzlatte einmal hier zugeschnitten. Und dann können wir auch eine passende Holzlatte hier drunter und auf der anderen Seite natürlich auch drunter geben. Auch diesen Kleber sollten wir mal für 24 Stunden durchtrocknen lassen. Danach können wir natürlich die Konstruktion auch schon abbauen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass wir hier einmal außenrum einen Kantenschutz ordentlich aufbringen. Doch dafür habe ich auch schon ein spezielles Video auf dem Kanal, was hier auf jeden Fall sinnvoller ist. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.